So Leute, ihr seht schon, es ist ein bisschen zu groß für meine Kamera, sehe ich gerade. The time of the God Pharaoh is nah. Also der God Pharaoh ist nah. Arch-Enemy Nicole Bolas. Da kommen wir jetzt zu Strategy Guides für Nicole Bolas, für die Gatewatch, wie man als Nicole Bolas spielt, wie man als Gatewatch spielt. Das erkläre ich euch jetzt alles. Denn Arch-Enemy Nicole Bolas ist das nächste, was wir uns angucken. Und diese sind tatsächlich etwas anders aufgebaut. Sie haben zwar denselben Rücken wie die alten Arch-Enemy-Karten, was etwas sehr strange ist, wenn man sich dann die Vorderseite anguckt, die doch sehr viel neuer aussieht. Gerade hier auch mit diesem, ich weiß gar nicht, wie der Border heißt, New Border, sage ich mal, im Vergleich zu dem normalen Modern Border. Und auch mit diesen Spikes, die eben den Nicole Bolas darstellen. Dieses Set wurde 2017 released, also gar nicht mal so lange her, gerade mal 4 Jahre, und kam in einer Box. Diese Box war, ich weiß gar nicht, ob es damals noch MSRP gab oder nicht. Ich glaube, das war so um die 60 Euro. Da waren 4 Decks drin. Wie immer, das Ding habe ich auch aufgemacht. Link unten in der Videobeschreibung, wie ich das Ding aufmache, aber halt auch schon vor 4 Jahren. Ich glaube, sogar auf einem anderen Channel. Aber das ist ja relativ egal. Wenn ihr einfach sehen wollt, wie das Ding aufgemacht wird und wie die Decks genau aussehen, wie die Box aussieht, was da alles so drin ist, könnt ihr das gerne euch anschauen. Heute gehe ich eher auf das Format ein und auf die Schemen, die wir dort liegen haben. Ja, ich weiß, ich sage Schemen, das sind Schemen, aber das ist mir so egal. Und dieses Mal war es halt wirklich so, dass nicht jedes Deck einfach einen so ein Schemen-Deck bekommen hat, sondern eben nur das Bösewicht-Deck, das Nicole Bolas-Deck. Nicole Bolas-Deck natürlich hier in Grixis-Farm, also schwarz, blau, rot, hatte Karten auch drin wie Lightning Bolt und andere Sachen. Richtig coole Karten waren da drin. Wir hatten auch eben noch andere Sachen dabei, und zwar die Team, sozusagen das Team, wo man dagegen spielen konnte, den man gegen ihn spielen konnte. Man hatte Gideon Jura, Chandra Nala und Nissa Revane. Jedes dieser 60-Karten-Decks hatte eben die Planes, sich selber als Planeswalker drin, was wirklich, wirklich cool ist. Wir hatten Gideon Jura, der eben ein mono-weißes Soldier-Kreaturen-Deck gespielt hat. Wir hatten Chandra Nala, die ein mono-rotes Agro auf die Schnauze Deck gespielt hat, und Nissa, die ein blau-grünes Supporter Deck mit Life Gain, Counter, Bounce und so weiter gespielt hat, was wirklich, wirklich cool war, aber meiner Meinung nach das Schwächste, gerade auch vom Value her, weil man hatte eben Lightning Bolts und Path to Exile und so weiter drin, und hier waren einfach so Cultivates drin oder so. Interessanterweise gab es bei der Gatewatch keine einzige schwarze Farbe, also man hatte jetzt nicht irgendwie noch eine Liliana of the Veil dabei oder irgendein Deck, was dann zum Beispiel schwarz-weiß oder rot-schwarz war. Deshalb verstehe ich noch nicht ganz, warum Nissa unbedingt blau-grün sein musste. Aber das wurde sie ja später sowieso. Hierbei war es so, dass dieses Set 2017 ungefähr, ich glaube, kurz vor Amonkhet rauskam oder kurz nach Amonkhet, dort eben ganz viel auf dieses Pharao Nicole Bolas aufgesetzt wurde. Da war es dann tatsächlich so, dass das auch in Hour of Devastation, also es war genau vor Hour of Devastation, vor dem Block Amonkhet, eben dort dann der Gott Pharao auch bestätigt wurde. Das war richtig cool. Hierbei kam es so, dass hier eine Regeländerung in das Arch-Enemy-Spiel reingekommen ist. Und zwar ist es so, dass vorher in normalen Arch-Enemy die Leute nicht füreinander blocken konnten. Erst seit dieses Set draußen ist, kann man eben für andere Leute in seinem Team blocken. Und das wurde dann eben auch auf das alte gemünzt, weshalb ich das in dem alten Video vor 2 Wochen schon gesagt habe und dort auch beibehalten werde. Ja, ich habe über die Decks gesprochen, ich habe über das Format gesprochen, ich habe über die Box gesprochen. Hier ist es auch so, dass man hier 20 Schemen hat. Jedes Schemen, glaube ich, nur einmal. Und ich habe mir einfach 2 von diesen Sets geholt, von diesen Schemen-Sets. Die kosten halt gar nichts, weil das Set so geil war zum Ausschlachten, aber diese Schemen halt überall liegen geblieben sind. Deshalb kosten die gar nichts, und deswegen habe ich mir einfach 2 davon geholt und habe gesagt, okay, das sind die ganz normalen Arch-Enemy-Regeln. Jeder darf davon auch 2 benutzen, auch wenn hier Nicole Bolas drauf ist. Man muss das ja nicht als Nicole Bolas spielen, auch wenn manche Sachen echt hart darauf gemünzt sind. Die Artworks sind dieses Mal nicht annähernd so schlimm. Man sieht, man ist in der Modern Era angekommen, beziehungsweise in der New Age Era, in der kinderfreundlichen Era, wie man es auch immer nennen möchte. Auf jeden Fall, hier die Artworks sind wesentlich angenehmer, und man hat immer noch die Ongoing-Schemen. Schemes, und die sagen immer noch coole Sachen wie Zauberkosten einmal weniger, und hier sieht man halt, dass es auf Grixis gemünzt ist. Wenn man das aufdeckt, kriegt man einfach ein schwarzes, ein blaues, ein rotes. Es ist ein bisschen mehr auf dieses Nicole Bolas Deck gemünzt als die alten Archimie-Karten, die einfach nur random auch in anderen Decks gut waren. Auf der anderen Seite waren dort eben auch Verzauberungs- oder Artefaktunterstützungskarten drin. Warum da nicht auch Farbunterstützungskarten? Finde ich ganz okay. Eine Menge Ongoing-Schemes ist mir aufgefallen. Bow to my command. Das ganze ägyptischen Stil, ich liebe den ägyptischen Stil, ja. Auch gerade hier ist noch so ein kleiner Schakal oben drauf. Choose your demise. Auch richtig, richtig cool. Delight the hunt.
Ah ja, hier Nicole Bullers drauf mit so einem Ochsen, den Namen schon wieder vergessen. Und das ist schon cool. Hier ist es halt so, dass man zum Beispiel jedem Gegner einen Horror gibt, der jede Runde angreift. Also man kriegt für jeden Gegner. Man hat, glaube ich, soweit ich es weiß, nicht mehr so, dass man einen Gegner wählt und der muss dann was entscheiden. Ich glaube, das wurde hierbei rausgenommen. Man hat einfach die volle Kontrolle mittlerweile darüber, soweit ich weiß. Vielleicht sehe ich ja noch was. Hier hat man dann auch nochmal Removal. Deswegen das zu mischen ist auch cool, aber es doppelt halt manche Effekte. Und manche Effekte wie hier, die sind einfach stärker geworden, weshalb die anderen alten Karten halt weniger gespielt werden, was ein bisschen schade ist. Und auch der Stilbruch ist sehr hart, aber zumindest haben sie die Rückseite beibehalten, damit man eben die beiden mischen kann, was ich alleine schon großartig finde. Ja, man sieht hier auch mehr diese Computergrafiken, gerade bei sowas. Und sehr viel freundlicher, sehr viel futuristischer, sage ich mal. Eins meiner Lieblingsdinge, wer hätte es gedacht. Also hier ist wirklich ganz viel, wenn man 6 oder mehr Länder kontrolliert, wird das nochmal stärker. Also ganz viel so, sie sind am Anfang gut, sie sind am Ende gut und deshalb passt das ganz gut. Ist halt auch nicht so viel zu sagen. Ich könnte jetzt, wie gesagt, auf die Schemen alle eingehen, aber das habe ich bei dem anderen auch nicht gemacht. Und ihr habt es jetzt auch schon gemerkt bei dem Plane Chase 2 Video, was letzte Woche kam, dass ich eben in dem zweiten Video nicht mehr ganz so viel zu sagen habe, weil ich die Regeln nicht mehr erklären muss. Ich muss die Decks nur kurz erklären. Das war hierbei ziemlich einfach, gerade im Vergleich zu den alten Sachen war das hier sehr, sehr einfach. Sehr cool. When will you learn? Die letzte. Sehr, sehr cool. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieses Mal keinerlei Promos dabei gekommen sind. Ich hätte gerne noch so eine Release-Promo oder eine Promo gehabt in Hour of Devastation. Aber diese Box ist halt für die meisten Händler sehr hart gefloppt, weil die Leute einfach nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Ähnlich wie dieses Ixalan-Spiel, wovon ich jetzt schon gefragt wurde, ob ich das auch mache, weil das ja theoretisch auch ein Game-Mode ist, wo ich gesagt habe, nein, das ist kacke. Und das werde ich mir auch nicht holen. Oder mal leihen. Ich werde mal gucken, ob ich noch andere Game-Modes finde. Es gibt noch ein paar Game-Modes. Mir ist ja mittlerweile aufgefallen, wie es euch wahrscheinlich aufgefallen sein wird, dass leider Gottes die Kaltheim-Game-Modes dieselben sind wie die von Zendikar Rising, was einfach kacke ist, wodurch ich die nicht machen kann. Ich hoffe einfach, dass demnächst in anderen Sets neue Game-Modes kommen. Ich möchte Dinge vorstellen wie Game-Modes. Ich habe noch einen Game-Mode, den ich aktuell vorbereite. Ich hoffe, den kriege ich noch irgendwie hin, aber der kostet unendlich viel Geld. Und da muss ich halt mal schauen. Ich bin jetzt auch kein reicher Mensch und muss deshalb mal schauen, wie man damit zurechtkommt. Und ja, kriegen wir aber hin. Ihr könnt mir mal schreiben, habt ihr die Box von Nicole Bullers gekauft? Habt ihr die Decks davon gesehen? Habt ihr das Opening gesehen? Habt ihr da überhaupt schon gespielt? Würdet ihr euch die holen oder sagt ihr Argent mir so gar nicht meins, wie die meisten das halt aktuell sagen? Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.